Leute, mal wieder Movie von mir. Wir haben gerade den Stand aufgeräumt und durch das, die Abpumpstation ist es ein bisschen laut. Aber es ist typisch schöner Teiltag. Also, das ist eine Tante. Da hinten steht der Onkel, meine Frau, und das ist wieder eine Tante und die Schwägerin. Ihr seht, wir haben gerade hier beladen. Wir haben gerade den Stand abgebaut und hier drüben ist die Pumpstation. Und deswegen ist es hier ein bisschen lauter. Alien. Yeah, Alien. Wo ist er hin? Also hallo! Also liebe Leute, Abo da lassen, Daumen nach oben, bis der Finger glüht, Comment. Und ja, was soll ich sagen? Es ist 10 Uhr morgens, mitten in der Woche. Hier gibt es kein Knoppers 10 Uhr morgens, hier gibt es eine Schank 10 Uhr morgens. So, also, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Familiengaldi und dann gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier denke, ich trinke alleine, nein, nach der schweren Pause während der Arbeit, kann man auch ein Bier trinken. Also sozusagen Frühstückspause. So, ich hoffe, der Mittagspause gibt es auch kein Bier. Also, ich halte noch mal drauf, wenn wir abgeladen haben. Ich muss noch mal drauf halten, das wird immer lustiger. Hier kommt immer mal einer, erzählt was, ja, sie setzt sich hin und dann wird sich unterhalten. Das ist ja hier Miss Nummer 1. Sogar Chef Nummer 2. Zeig mal den Leuten deine neue Uhr. Oi. Und wasserdicht. Also, ich muss ehrlich sagen, so kann der Arbeitstag beginnen. Ich muss alles beantwortet, ein YouTube gemacht. Ein Pickup vollgeladen, fast überladen. Man sieht ja. Pause, Bierchen. Steckt man die Stunde weg. Und dann wird vielleicht abgeladen. Also, ich halte zwei einfach mal drauf. So gefällt mir Arbeitstag. Ich hätte nur Angst, dass ich fahre, weil ich ganz schön betrunken bin. Wir werden es sehen heute. Also, müssen wir mal drauf halten. Otto natürlich wieder der Geigelfritz Nummer 1. Also, er wollte die Kaufladen. Und da sagt meine Frau, ja, warte mal zwei Minuten, bitte. Da sagt meine Frau, Schuhe aus. Ich so, wie, kauft da die Schuhe aus? Schatz, wir haben jetzt drei Bier geschenkt gekriegt. Da können Sie was spielen, also Schuhe aus. Ja, gehört Sie immer Schuhe aus. Ansonsten ist es ja sehr lustig und naja, Otto wartet jetzt auf seine Chips. Da sind die Geschenke gekriegt. Oh, die sehen aber sehr scharf aus, mein Freund. Das ist ja Hühnchen mit diesem scharfen Salat. Ach, da werden wir mal sehen. Wir werden nachher mal die Leute sagen, scharfer, ne? So, ich denke mal, Bier ist noch drin. Wir haben noch Pause. Ich glaube, in Thailand ist die Pause etwas länger. Ich denke mal nicht, dass sie 20 Minuten Frühstückspause haben. Ich denke eher mal so eine Stunde anderthalb. Also, die halten mal ein. Und dann würde ich sagen, Werbung! So, jetzt mal wieder, wir sind jetzt bei der zweiten Abladestelle. Ein bisschen was ist ja runtergegangen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich. Boah, also, ein Bier ist zum Feierabend, aber mittendrin ein Bier, das schmettert mich weg. Nee. Also ist jetzt mittlerweile schon um 12. Jetzt haben wir hier abgeladen.
Scheiße, ein bisschen verrotzt. Wobei gestern, ja, das ist manchmal so hier, ich denke, das sind ja 500 Meter, fährst du mit Moped und T-Shirt. Da kommt sie und sagt, kannst du mal zur Oma fahren? Auf dem Weg zur Oma sagt sie, nee, wir müssen doch noch auf den Markt. Oh, da waren wir wieder eine Stunde unterwegs und eiskalt. Also wie gesagt, so ist es nicht sehr kalt, aber nachts auf dem Moped ist eiskalt. Also wie gesagt, ich bin ganz schön rum. Wir müssen jetzt noch nach Hause das abladen. Ich hoffe, das geht jetzt mal zügig von der Hand und dauert nicht wieder anderthalb Stunden. Das ist irgendwie gar nicht mein Arbeitsrhythmus. Vorausgesetzt, ich habe einen. Oi! Ja, wie gesagt. I'm scared! So, ihr seht gerade, die Oma ist auch gekommen. Die Familie wieder vereint, naja. So 50-50, würde ich sagen. Ansonsten, ich muss nachher noch mal fragen, was übrig geblieben ist. Wenn wir jetzt nach Hause fahren, werden wir mal fragen. Aber es gab zwischendurch immer wieder. Sie hat wohl in die Kasse geguckt und ist auf Toilette, kam wieder und ja, da war irgendwas komisch. Aber wir wollen jetzt nichts machen. Es ist so, wie es gelaufen ist, ist es jetzt einfach super, okay, alles in Ordnung und damit Ruhe, basta. Sag euch gleich, was wir im Schnitt so eingenommen haben. Au. Hä? Da mein du. Ja, komm mal, Mai. So, also. Was ich immer nicht verstehe bei solchen Aktionen, also ich wäre schon wahrscheinlich in 20 Minuten fertig gewesen. Mit Fahrweg. Aber es muss überall noch rumgequetscht werden und nochmal gequetscht und nochmal geguckt und nochmal gequetscht. Oh, Wahnsinn. Also, ich würde sagen, wir gucken nochmal schnell. So, was ist hier? Ja. Ja, sagen wir es mal so, er ist ja ganz schön verwöhnt worden das Wochenende, drei Tage hintereinander. Wir waren ja hinten auf der Hüpferburg, wenigstens zwei Stunden. Und ja, ist eben so, wie es ist. Also, ich würde sagen, Witz des Tages! Go home. You want something, Sylvan? Umso älter der Bock, umso steifer das Horn. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Was sagst du dazu? Der war aber gut. Nicht wahr, aber gut. Also nochmal zum Abschluss jetzt. Es ist 14 Uhr, wir haben alles ausgeräumt, wir sind fertig. Also das Resümee von diesem Wochenende. Wir haben ja 10.000 investiert, die haben wir wieder zurück. Und haben insgesamt 8.000 eingenommen. Also durch zwei haben wir 4.000 verdient, so ungefähr. Ist natürlich ein sehr langes Wochenende gewesen. Wenn man berechnet, dass wir ja jeden früh gekocht haben und gebraten haben und alles fertig gemacht haben, also im Schnitt um 10 angefangen und dann ging es bis um 12, um 1 nachts. So, das drei Tage hintereinander. Jetzt noch aufgeräumt, aber ist trotzdem guter Lohn.
Hat an für sich Spaß gemacht, Geld kann man mitnehmen, alles easy. Wir haben ja eh in letzter Zeit viel Minus gemacht und haben wir wieder wenigstens ein Stückchen rein. So, ich werde jetzt 2-3 Tage in Pattaya sein. Ich muss jetzt immer hin und her fahren, das wird jetzt ganz wild. Ich muss jetzt 2-3 Leute hin und her fahren, also ich weiß immer nicht, wo ich schlafe, wo ich mache, wo was los ist. An für sich würde ich mich auf Pattaya freuen, aber ich fahre alleine. Weil ich echt viel zu tun habe. Wie gesagt, in dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen. Bleibt mir ja gesund. Bleibt mir treu, guckt zahlreich. Und wie gesagt, im Februar startet er durch. Es kommen jetzt in demnächst keine Shorts mehr. Ich habe nur so ein paar Probeläufe gemacht, auch für alle, die... Also ich habe zum Beispiel einen Outtake gemacht, das ist so ein Versprecherwitz, obwohl die Leute nicht wussten, warum. Es kommen jetzt immer mal ein paar kleinere Shorts, wo ich hin und her probiere, was wird viel geguckt, was wird nicht so viel geguckt, damit wir im Februar voll starten können. Ich habe schon ganz schön viel abgedreht. Also lasst euch überraschen, ich hoffe, es lohnt sich und kommt eine tolle Summe dabei raus. Ich habe das letzte Mal schon erklärt, was Shorts sind und was YouTube ist. Wenn nicht, fragt nochmal nach, dann erkläre ich es euch auch nochmal. In dem Sinne, wie gesagt, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Bis die Tage, euer Tattoo Man. Thank you.